Herzlich willkommen heute zum Thema die Selbstständigkeit richtig anmelden. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr kommen Hunderte von Menschen zu uns und wollen sich selbstständig machen oder wachsen oder schließlich auch ihr Unternehmen verkaufen. Nun, und heute geht es um das Thema, wie meldest du deine Unternehmung richtig an? Und da gibt es insgesamt 5 verschiedene Möglichkeiten, die ich dir heute zeigen werde. Kommen wir nun zur ersten Möglichkeit, wie du deine Selbstständigkeit anmeldest, besser gesagt, dein Gewerbe anmeldest. Die meisten Gewerbe, die haben den Vorteil, dass sie erlaubnisfrei sind, sprich, dass du einfach zum Gewerbeamt entweder persönlich gehen kannst und du deinen Gewerbeschein beantragst oder du machst das online, trägst einfach ein die Tätigkeit Handelsvertreter im Nebenberuf, kriegst deinen Gewerbeschein und damit ist die Anmeldung schon abgeschlossen. Möchtest du allerdings Detektiv werden oder eine Partnervermittlung oder ein Reisebüro gründen? Nun, dann gehört deine Gewerbeform zu den überwachungsbedürftigen Gewerbeanmeldungen. Und hier ist es die Voraussetzung, dass du außer deinem Gewerbeschein noch dein Führungszeugnis und einen Auszug aus deinem Gewerbezentralregister bräuchtest. Erst wenn diese Dinge positiv sind, erst dann kannst du das Gewerbe erfolgreich anmelden. Nun, wenn du beispielsweise eine Gastronomie eröffnen willst und auch Alkohol ausschenken oder du möchtest beispielsweise mit Waffen, mit Sprengstoff handeln oder einfach nur mit Finanzdienstleistungsprodukten arbeiten, dann gibt es sogar erlaubnispflichtige Gewerbe. Was bedeutet das? Es werden da 3 Sachen geprüft. Das erste, was geprüft wird, ist wieder deine persönliche Integrität. Also, wie ich auch hier, das Führungszeugnis, Auskunft aus dem Gewerbezentralregister. Aber es wird hier auch sachlich geprüft. Sachlich bedeutet, dass du einen Schufa-Auszug holen darfst, dass du also nachweisen kannst, dass du eine positive Schufa hast, beziehungsweise keine wesentlichen Negativeinträge hast. Und es wird von dir erwartet, beim Finanzamt eine Auskunft einzuholen, inwieweit du allen steuerlichen Meldungen nachgekommen bist, pünktlich nachgekommen bist und dass du keine Steuerschulden hast. Und den Standort, den du hast, nun, da gilt es also auch nachzuweisen, dass du in einem Gebiet dann deine Gewerbetätigkeit durchführst, was auch dafür zugelassen ist, dass der Standort alle Anforderungen erfüllt. Und die dritte Sache ist, da geht es um deine fachlichen Voraussetzungen. Also hast du die entsprechenden Qualifikationen oder Sachkundenachweise, hast du das bei der IHK, die entsprechenden Lehrgänge gemacht und kannst das mit einem Zertifikat, mit einer Urkunde oder einem Abschlusszeugnis auch nachweisen. Die vierte Möglichkeit ist, dass du ein Handwerk eröffnest. Und hier ist die Voraussetzung, dass du entweder einen Meisterbrief selbst hast oder einen Meister einstellst. Und dann gehst du zur Handwerkskammer und lässt dann die Eintragung in der Handwerksrolle durchführen. Und danach gehst du dann zum Gewerbeamt und lässt das auch mit deinem Meisterbrief beim Gewerbeamt eintragen. Die einzige Ausnahme hier sind sogenannte handwerksähnliche Dienstleistungen oder zulassungsfreie Handwerksleistungen. Da musst du keinen Meisterbrief haben, aber du wirst genauso auch bei einer Handwerksrolle dann so eingetragen und auch beim Gewerbeamt. Die fünfte Möglichkeit, wie du dich nun selbstständig machen kannst, indem du nicht zum Gewerbeamt, indem du nicht zur Handwerkskammer, sondern nur zum Finanzamt gehst und dich als Freiberufler selbstständig machst. Freiberufler nun kann nicht jeder werden, sondern nur, wenn die Tätigkeit in der Liste der Freiberufe auch aufgeführt ist. Und da sind drin Journalisten, da drin sind Künstler, Lehrer, Trainer, Dozenten, aber genauso auch Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte. Und in dieser Liste solltest du dich wiederfinden, bevor du einfach nur das anmeldest. Diese Freiberufler, die unterscheiden sich in 2 verschiedene Bereiche. Einmal in dem Bereich frei, das heißt, du gehst einfach hin, sagst, bin Künstler oder Journalist. Oder du bist zulassungserlaubnispflichtig. Das bedeutet, dass die entsprechende Kammer, die Rechtsanwaltskammer oder die Ärztekammer geprüft hat, dass du auf der einen Seite die Qualifikation hast, also Zeugnis, dass du von der Führung, von der persönlichen Seite auch die Voraussetzung mitbringst, also keine Negativeinträge hast im Führungszeugnis. Und das dritte ist, dass deine Versicherung auch überprüft wird, dass du eine Haftpflichtversicherung, Vermögensschadens, Haftpflichtversicherung oder ähnliche Versicherung hast. Und dann meldest du dich einfach beim Finanzamt an mit dem steuerlichen Erfassungsbogen und damit ist deine freiberufliche Selbstständigkeit erfolgreich begründet. Nun, ein paar Worte noch zu den Kosten. Was kostet dich die jeweilige Anmeldung? Das günstigste ist natürlich der Freiberuf. Nicht nur, weil du keine Gewerbesteuer später zahlst, sondern auch bei der Anmeldung verschickst du nur den steuerlichen Erfassungsbogen, den alle übrigens ausfüllen müssen.
Ein bisschen teurer wird es dann beim Gewerbeamt. Je nachdem, ob du das offline präsent machst im Gewerbeamt, bist du mit 20 bis 40 Euro dabei. Oder ob du das online machst und mit PayPal bezahlst. Die Kosten sind überschaubar, in der Regel unter 50 Euro. Nun, am teuersten ist die Eintragung in die Handwerksrolle, damit du deine Handwerkskarte bekommst. Und das kostet in der Regel nicht nur zwischen 100 bis 300 Euro, je nach Handwerk, sondern du musst danach zusätzlich dich auch noch beim Gewerbeamt anmelden. Also plane hier Kosten zwischen 200 bis 400 Euro ein. Solltest du noch Fragen haben zur Begründung deiner Selbstständigkeit oder auch die Frage, welche Rechtsformen sind für diese fünf verschiedenen Varianten für dich am besten, welche Fördermittel gibt es? Nun, da kannst du gerne jetzt einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn die gesamten Beratungen, die wir hier dir anbieten, diese werden auch gefördert. Bis zu 100% unserer Förderung auf dem Weg deiner Selbstständigkeitsgründung können gefördert werden. Gerne aber kannst du auch deinen Kanal jetzt abonnieren oder weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.